Ja, hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute will ich euch die Ultimate Gangster Selection vorstellen, die die vier Filme Scarface, Public Enemies, American Gangster und Casino beinhaltet. Der deutsche Release ist hierbei sogar dem englischen etwas voraus, weil wir hier ein richtig schönes Digipack spendiert bekommen haben. Dazu aber gleich mehr. Wir schauen uns erstmal die Front an. Da leider ein nicht ablösbarer FSK 18 Sticker. Sehr, sehr schade. Dafür macht die Front trotzdem eigentlich ganz schön was her, weil das ist hier so leicht glänzend auf mattem Hintergrund. Ja, muss erst wieder scharf stellen. Also ich hoffe, man kann das in etwas sehen. Hier müsste man es jetzt ganz gut sehen können, dass das ja quasi so glänzend ist auf dieser schwarzen matten H Hintergrund. Ja, ist schon wieder unscharf. Ja, schauen wir uns gerade die Rückseite noch an. Das finde ich nämlich auch toll, dass die Rückseitbildchen hier sogar glänzend sind. Also man sieht es hier jetzt ganz gut. Eine tolle Sache. Und genau, dann wollen wir uns mal kurz die Sachen anschauen. Wenn ich es mal scharf kriegen würde. Hier ist Scarface, genau, da stehen Sprachenuntertitel dabei und eben viel Bonus-Content. Ist auch alles uncut, also ungeschnitten. Dann Public Enemies, American Gangster hat sogar die Extended Cut Version dabei. Und dann haben wir eben noch Casino. Genau, Robert De Niro, ja auch ein ganz, ganz toller Film. Ja, und dann wollen wir uns gleich mal das Innere der Packung anschauen. Ja, so sieht dann das Digipack aus. Hier eben schwarz auf rot statt rot auf schwarz, wie auf dem Schuber. Wenn wir es aufmachen, dann sehen wir hier schon ein paar schöne Bilder mit Text dazu, also eben Bilder aus den verschiedenen Filmen. Genau, also wirklich eine tolle Edition geworden, gefällt mir richtig gut. Wenn wir jetzt hier das Digipack aufmachen, haben wir hier ganz links Public Enemies. Und dazu eben im Hintergrund immer ein zentrales Motiv eines Charakters aus dem Film. Und hier American Gangster, Russell Crowe und eben Denzel Washington sieht man dann hier speziell. Dann geht's hier weiter. Und das ist auch ganz toll. Das hat man auch der UK-Fassung voraus. Ein Booklet. Das wollen wir uns gleich näher anschauen. Vorher noch Casino. Robert De Niro eben. Auch ein Epos. Keine zwei Meinungen. Genau. Hier De Niro. Das Gesicht im Hintergrund. Und dann noch Scarface mit Al Pacino. Auch natürlich ungeschnitten. Genau. Ja, und wenn ich das Ganze dann zuklappe, dann kriege ich hier an der Rückseite noch das. Also quasi so ein, ja, eine Silhouette. Und es gibt leider auch kein Gesamtmotiv, wenn man es so macht. Aber sieht trotzdem eigentlich ganz nett aus. Ja, und dann wollen wir uns jetzt gleich noch das Booklet anschauen. Ja, das Booklet ist von American Gangster quasi. Und ist halt komplett auf Englisch. Aber eben hier mit vielen schönen Bildern aus dem Film. Und viel, viel Text auch, wie wir sehen können. Also wirklich ein tolles Extra, dass das mit dabei liegt. Klar, schade, dass es halt nicht auf Deutsch ist, für die, die das Englisch eben nicht so gut beherrschen. Aber ansonsten finde ich es eine tolle Sache, dass das noch dabei ist. Fühlt sich auch gut an, das Material. Und genau. Geht ein bisschen schneller durch. Ihr pausiert einfach bei was euch interessiert. Oh, ist da sogar Josh Brolin dabei? Jesus, kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Alles so weit her. Wow, das war laut. Genau. Ja, das war zum Booklet und dann schauen wir uns gleich nochmal den gesamten Inhalt an. Ja, also wirklich eine tolle Edition. Da kann man echt nicht meckern. Ich glaube, ich habe dafür ungelogen nur 7 € gezahlt. Das war so ein Kurzangebot beim Mediamarkt. Und für den Preis, ja, der Hammer natürlich.
Booklet drin, ein richtig schönes Digipack. Wie gesagt, das gibt es auch nur in Deutschland in der Form. Und dann hier ein schönes Cover. Das Einzige ist eben das fest aufgedruckte FSK 18 Logo. Aber sonst große Klasse. Und ja, danke fürs Zuschauen. Das soll es auch schon gewesen sein. Und habt eine gute Zeit.